Hallo, schön, dass ihr hier seid. Heute ist ein wunderbarer Tag. Wir sind alle noch hier, wir sind ungeimpft und den Politkriminellen rennt die Zeit davon. Und nur noch 3 Wochen, dann ist es soweit. Die Umfrageinstitute tun ihr Möglichstes, um Rot-Grün zu promoten und versuchen uns davon zu überzeugen, dass die Bevölkerung den rot-grünen Wirtschaftssuizid will. Aber dies ist auch kein Wunder, denn haben Sie mal recherchiert, wer zum Beispiel hinter dem Umfrageinstitut Infratest DIMAP für die ID steckt, wer die Geschäftsführer dahinter sind und wie viele Geschäftsführer in den letzten Jahren, nennen wir es mal, ausgetauscht wurden und vor allem durch wen ersetzt, wo diese vorher waren und von wem die Umfrageinstitute ein klein wenig finanziert werden. Und diese wissen ganz genau, was für eine Stimmung im Land herrscht, was hier los ist in Deutschland und dürfen dies aber nicht veröffentlichen. Raten Sie mal, warum Merkel die Opposition so unterdrücken lässt. Und viele von euch zweifeln zu Recht an diesen Umfragen. Denn wer im Land wäre so dumm und würde seinen eigenen rot-grünen Untergang wählen? Wenn wir SPD, Linke, Grüne bekämen, würde in Deutschland eine Massenflucht der Unternehmer stattfinden. Viele, die Geld haben, würden das Land verlassen. Wir alle zahlen nämlich jetzt schon weltweit die höchsten Steuern. Und wir haben jetzt schon die meisten Abgaben. Irgendwann ist einfach mal Schluss. Und Sie sollten wissen, schon seit Monaten findet eine Flucht vor allem auch in die Schweiz statt. Dort explodieren nämlich die Immobilienpreise. Aber bezüglich irgendwann ist einfach mal Schluss. Haben Sie schon Wetten gemacht? Es sind nur noch 3 Wochen. Was glauben Sie, wer gewählt wird? Schwabs radikale kommunistische Grüne Plagiatsfachfrau Baerbock? Cum-Ex-Aussitzer Blutrot Scholz? Laschet, deren größter Feind Merkel ist? Lass die Wetten beginnen. Ich habe schon jede Menge Wetten abgeschlossen, zum Beispiel gestern mit meinem Friseur gewettet. Er sagt, Merkel bleibt und oder Scholz wird's. Ich allerdings halte dagegen und sage, Merkel geht und Laschet wird's. Wetteinsatz, wenn er gewinnt, eine Flasche Whisky, wenn ich gewinne, eine Flasche Martini. Was ist eure Wette? Und bezüglich Wetten und Aussagen treffen, Bodo Schiffmann sagte jetzt etwas sehr Wichtiges. Ich glaube, am Ende sind es nicht wir. Wir sind nur die, die das Verbrechen aufgedeckt haben, aber wir werden es nicht zu Ende führen. Zu Ende führen werden es die Geimpften. Sie werden merken, was man ihnen angetan hat. Die Eltern werden realisieren, wie man sie betrogen hat und was dadurch ihren Kindern angetan wurde. Und es sind die Geimpften, die die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen werden. Denn die Geimpften verstehen langsam, sie haben keine Vorteile, ganz im Gegenteil. Sie hören immer mehr in ihrem Bekanntenkreis und Familien von Impfnebenwirkungen, die natürlich ganz anders daherkommen. Herzprobleme, Schlaganfälle, Thrombosen. Und zudem wird den Geimpften jetzt klar, sie verlieren tatsächlich ihren Impfstatus, trotz doppelt geimpft, wenn sie sich nicht bald ein drittes Mal, sie nennen es ganz nett, Auffrischungsbooster und bald danach ein 4., 5., 6., 7., 8. und so weiter mal impfen lassen. Übrigens, jetzt schon in Israel gelten die Geimpften, die doppelt geimpften, als Ungeimpfte, wenn sie sich noch nicht die dritte Spritze haben setzen lassen. Und alle, die ab dem Zeitpunkt dritte Spritze Angebot versterben, gelten als ungeimpft Verstorbene. Ja, der Lockvogel Bratwurst wird nicht mehr reichen. Laut Focus hat das RKI festgestellt, dass in Deutschland bei Impfungen fast Stillstand eingetreten ist und kaum noch Impfungen stattfinden. Aber natürlich, wenn Sie Ihren Arzt dazu befragen, wird er 1000 Ausreden parat haben. Nur eines wird er nicht: Ihnen die Wahrheit sagen. Und wissen Sie warum? Nicht nur, weil er Mittäter ist, weil er Ihnen die Spritzen gesetzt hat, auch, weil er mit daran verdient, und zwar ca. 150 Euro die Stunde. Rechnen Sie das jetzt mal auf einen Monat um. Dann wissen Sie, warum viele Ärzte sich mitschuldig machen. Und haben Sie den Post vom Corona-Ausschuss gesehen? Ein Riesenskandal. Ich fordere uns im Medienschaffenden auf, dem nachzugehen. Im Spital St. Gallen-Frauenfeld, noch paar weitere, mussten Angestellten eine Schweigepflicht unterschreiben, dass nichts rausgeht,
was doppelt Geimpfte auf der Intensivstation betrifft. Denn unter keinen Umständen darf herauskommen, dass es die Geimpften sind, die jetzt auf den Intensivstationen liegen. Werden deswegen jetzt auch die Wahlplakate der Impfdiktatoren so nett umgestaltet? Der Rechtsanwalt Markus Heinz postete ein Wahlplakat von Söder mit einem netten kleinen Oberlippenbärtchen, der an einen früheren Führer erinnert, und schrieb dazu: Heute Morgen in Neu-Ulm, die Wahlplakate der Altparteien scheinen immer mehr zum Protestmedium zu werden. Und nicht nur Söder, auch Ministerpräsident Kretschmer wird immer beliebter. Kennen Sie das Video? Kretschmer wird mit einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert empfangen. Alle Bilder und Videos dazu übrigens wie immer auf meinem Miriam Hope Infokanal. Ja, immer mehr Menschen verstehen langsam, das Regime hat uns in den letzten Jahren gegeneinander aufgehetzt und gespalten. Freunde, Familie, einfach alle, um uns so zu schwächen. Wir Ungeimpfte und Geimpfte müssen jetzt zusammenhalten. Die Geimpften verstehen langsam, dass wir nur als Aluhüte diffamiert wurden, da wir sie vor der Impfung warnen wollten. Und die Geimpften sind jetzt stinksauer, dass sie sofort wieder als Ungeimpfte gelten, wenn sie sich nicht umgehend ihren dritten Schuss abholen, den gar keiner mehr will von ihnen. Es ist wichtig für uns alle zu sehen, wie groß die Proteste weltweit sind, wie die Politiker von immer mehr werdenden Demonstranten ausgebuht werden und der Protest gegen sie überall zunimmt. Und diese Bilder und Videos müssen geteilt werden, denn sie motivieren uns alle, geben uns Energie und Kraft, durchzuhalten und weiterzumachen. Zudem ist es wichtig für uns alle zu sehen, wer sich nicht unterdrücken lässt. Es sind so viele Geschäfte, die sich nicht der Impfdiktatur Maßnahmen unterwerfen. Viele davon sind auf Animap zu finden. Auch jetzt wieder eine Bayreuther Pizzeria will die 3G-Regel nicht umsetzen und greift Söder-Maßnahmen scharf an. Im Netz bekommt das Restaurant dafür übrigens viel Lob. Und apropos scharf angreifen, Bernie aus Australien postete jetzt ein Video zu diesem Thema, da als mehrere Polizisten einen Mann niederknüppelten auf einem Fußballstadion und sich Menschen zusammentaten, auf die Polizisten losgingen, und zwar so viele, dass die brutalen Polizisten aufgeben mussten. Das Video dazu in meinem Infokanal. Bernie schrieb dazu: Hier sieht man, welche Macht die Menschen haben, wenn sie sich vereinigen. Und zu dieser Vereinigung ruft auch der Südtoler Corona-Maßnahmenkritiker Hannes Lorger auf. Bekannt auch durch seine Auftritte bei Servus TV und auf 1. Er ruft in einem Appell die Menschen zum Handeln auf. Hören Sie sich an, was er zu sagen hat. Der Link ist hier. Und wir müssen jetzt handeln, denn laut SWR 4 gibt es jetzt keine Lotfortzahlungen mehr für Nicht-Geimpfte, die in Quarantäne müssen. Klaus von Dorselt stellt diesbezüglich in seinem Tweet eine wichtige Frage. Wann kommt der Generalstreik in Deutschland? Aber nicht nur die Frage, wann der Generalstreik nun beginnt, sind gute Nachrichten. Auch Never Forget Nikki twitterte: Hammer! Im neuen ARD-Deutschland-Trend brechen die Grünen auf 16% ein und die AfD legt auf 12% zu. Schaffen wir es noch, die AfD vor die Grünen zu kriegen? Mobilisiert Nichtwähler. Wer ist dabei? Und das ist auch meine Meinung. Nichtwähler zu mobilisieren ist jetzt unser wichtigster Job. Denn nichts wählen bringt gar nichts. Jammern, meckern und Kopf ins Sand stecken hat noch nie jemals irgendjemanden auf der Welt nur weitergebracht. Und ganz wichtig an dieser Stelle, sind eigentlich schon Wahlbeobachter organisiert? Zum Schluss, es sind noch 3 Wochen und die Medien werden sich in Bezug zu Merkel bald gehörig drehen. Nicht nur Bild schreibt jetzt schon: bittere Umfragequittung für Merkels Corona-Gängelei. Bittere Quittung für die verbotsgetriebene Corona-Politik der Bundesregierung. In keinem anderen EU-Land fühlen sich die Menschen so unfrei wie in Deutschland. Und noch für euch zur Info, am kommenden Samstag finden in ganz Deutschland in allen 16 Bundesländern Protestmärsche statt. Alle versammeln sich um 14 Uhr vor den Landtagen der Landeshauptstädte. Dort beginnt der Protest. Werdet ihr nicht dorthin gelassen, sammelt euch spontan woanders, aber bleibt in Bewegung. Schauen Sie sich den Post auf meinem Kanal dazu an. Und für euch nur noch abschließend
Kurzmeldungen. In meinem Kanal findet ihr die Orte, wann und wo Baerbock Wahlkampfveranstaltungen haben wird. Dort könnt ihr mal ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, warum sie sich so sehr als Impfdiktatoren benehmen, obwohl sogar jetzt schon führende Impfstoffbeauftragte der FDA zurückgetreten sind. Widerstand gegen die Boostershots. Sie sagen, die Medizin ist zum Instrument der Politik geworden. Die Politiker pfeifen auf die Sicherheit der Bürger und ignorieren Expertenmeinungen. Oder eine andere Frage, wieso ignorieren Sie, dass immer mehr Hausärzte die Impfkampagne beenden? Denn die Datenlage überzeugt Sie keineswegs. Und zum Schluss das schönste Statement über die kommunistische Plagiatsfachfrau kommt von Rechtsanwalt Steinhöfel. Seit August 2020 wird Annalena Baerbock so gut wie jede Woche von Markus Lanz angefragt, erzählte der Moderator am 1.9. in seiner Sendung. Sie hat aber immer abgesagt. Für Auftritte auf Marktplätzen hingegen hat sie jede Menge Zeit. Sollte wirklich eine Frau als deutsche Kanzlerin Putin gegenübertreten? Die Angst vor den Fragen von Markus Lanz hat? Fragen über Fragen. Schauen Sie, wann sie wo ist. Und ich bin auf Ihre Wette gespannt. Ich freue mich morgen auf euch. Eure Miriam Hope.